Kali Crew. Heute zeige ich euch meine Morgenroutine im Herbst. Ich bin super gespannt, wie ihr das Video gleich finden werdet. Aber vorher wollte ich noch schnell von euch in den Kommentaren wissen, ob ihr eure Zähne mit einer normalen oder mit einer elektrischen Zahnbürste putzt. Ich habe meine bis letztes Jahr immer mit einer normalen geputzt. Dann habe ich die elektrische bekommen, als wir hier eingezogen sind in der neuen Wohnung. Und seitdem putze ich nur noch elektrisch. Ich finde das so viel angenehmer und die Zähne fühlen sich gefühlt auch irgendwie sauberer danach an. Aber ich bin gespannt, was ihr alle sagt. Also schreibt kräftig Kommentare. Ich freue mich drauf, die zu lesen. Und dann ganz viel Spaß bei meinem Video. Und los geht's. Ich liebe es zu fliegen. Warum sieht alles so schön aus? Hä? Oh. Was ist das? Oh nein, nicht schon wieder aufstehen. Ist die Nacht schon wieder vorbei? Noch ganz kurz snoosen. Okay, spätestens jetzt muss ich dann aber wirklich aufstehen. Leute, ich bin die absolute Snoozerin. Ich brauche morgens so lange, bis ich wach bin. Leider. Aber das Erste, was ich denn morgens mache, ist erstmal meine Social-Media-Seiten checken. Und das ist eine Sache, die ich mir aber wirklich selber abgewöhnen möchte. Dass ich nicht direkt am Handy sitze, sondern erstmal aufwache und aufstehe. Aber ja, daran arbeite ich noch an mir. Und dann startet meine morgendliche Routine erstmal damit, dass ich mir Socken anziehe. Die lege ich mir immer schon am Abend davor auf meinen Nachttisch, damit ich sie dann morgens griffbereit habe und direkt schöne, warme Füße bekomme, auch wenn es langsam im Herbst draußen kalt wird. Und der zweite Step ist immer, die Palme aufzumachen. Wenn ihr meine erste Morgenroutine gesehen habt, dann wisst ihr, von was ich hier rede. Ich verlinke sie euch gerne am Ende vom Video. Aber damit schone ich einfach meine Haare so ein bisschen und sorge dafür, dass sie am nächsten Tag genauso schön aussehen wie am Tag davor. Dann mache ich alle Fenster im Schlafzimmer weit auf und lasse erstmal wieder richtig schön viel frische Luft rein. Und nachdem wir so einen tollen Sommer hatten, ist auch der Herbst richtig schön sonnig. Aber das ändert gar nichts daran, dass ich eine totale Frostbeule bin. Mir wird immer so schnell kalt, vor allem nach dem Aufstehen, richtig schlimm. Und darum hole ich mir zu meinen Socken dazu noch eine Kuscheldecke raus und mummel mich darin ein, sodass ich sie aussehe wie so ein Rap oder Graf Dracula, wie in dieser Szene hier. Und dann geht's weiter ins Bad. Spätestens dann merke ich aber auch, dass das Ganze nichts bringt und ich mich jetzt wirklich mal fertig machen muss. Dazu klebe ich zuerst mal mein Handy in meine Halterung dort am Spiegel an. Die ist so praktisch, aber ich zeige sie euch gleich nochmal genauer. Vorher wasche ich aber erstmal mein Gesicht. Das ist immer so der erste Schritt, den ich mache im Bad, einfach um auch ein bisschen wach zu werden von dem Wasser. Und dann fühle ich mich auch einfach direkt viel sauberer und frischer. Nach dem Reinigungsschaum benutze ich dann noch einen Toner. Den gebe ich auf ein Wattepad und gehe damit einfach vorsichtig über mein Gesicht und bereite somit meine Haut für den nächsten Schritt vor, und zwar das Eincremen. Das finde ich jetzt im Herbst oder im Winter super wichtig, sowohl im Gesicht als auch auf meinem gesamten Körper, weil sobald es draußen kalt wird, bekomme ich leider sehr, sehr trockene Haut. Und dann kommen wir zum allerwichtigsten Part in meiner Morgenroutine, und zwar dem Zähneputzen. Das wurde mir nämlich super wichtig, spätestens nachdem ich vor einiger Zeit mal ein Karies hatte und Zahnfleischprobleme. Und Leute, das ist wirklich nichts Lustiges. Deshalb bin ich dann vor einem Jahr circa auf eine elektrische Zahnbürste umgestiegen und benutze heute die Oral-B Genius 10.000. Die sieht nämlich nicht nur richtig cool aus in diesem wunderschönen Lila, sondern hat auch ganz viele tolle Features, die wirklich wichtig sind, um eure Zähne gründlich zu putzen, wie zum Beispiel verschiedene Modi, die ihr einstellen könnt. Und bevor es dann wirklich losgeht mit dem Zähneputzen, gibt es noch eine weitere richtig coole Sache. Und zwar hat Oral-B eine App, die ihr auf eurem Handy installieren könnt. Und da drin integriert ist ein innovativer Zahnfleischschutzassistent. Hört sich crazy an, aber das ist super nützlich, denn der zeigt euch an, wo ihr gerade putzt, wie lange schon und vor allem mit wie viel Druck ihr das Ganze macht. Das Ergebnis seht ihr dann auf eurem Display, aber auch an eurer Zahnbürste selbst. Denn wenn ihr zu feste drückt, dann wird der Smartring oben rot und ihr wisst, ihr müsst mit weniger Druck putzen. Und so könnt ihr eben über die Zeit euch selber beobachten und dadurch eure Putzroutine deutlich verbessern und auch Zahnfleischprobleme verringern. Denn dieses Thema geht eigentlich fast jeden was an, wird aber von vielen Menschen total unterschätzt oder ist einem gar nicht so richtig bewusst. Zahnfleischprobleme können nämlich auch Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit haben. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man da ein Auge drauf hat. Und genau dafür ist eben der Oral-B Zahnfleischschutzassistent da, damit ihr eben nicht nur perfekt saubere Zähne habt, sondern auch rundum gesund im Mund bleibt. Nach dem Bad gehe ich dann zurück ins Schlafzimmer, mache da alle Fenster zu und mache danach auch noch mein Bett. Ich glaube, viele Leute finden das nervig, aber mir gibt es irgendwie so ein bisschen Struktur und ich fühle mich danach viel ordentlicher und darum mache ich das wirklich jeden Morgen. Und dann geht es weiter ins Esszimmer bzw. in die Küche, denn es steht der schönste Part am Morgen an, und zwar das Frühstück.
Bevor ich mir das aber richte, lasse ich mir noch eine Tasse Tee raus. Ihr wisst mittlerweile, ich bin sehr verfroren und da kommt morgens so eine warme Tasse Tee auf jeden Fall richtig. Allerdings trinke ich den Tee nie so, sondern schneide mir immer noch zwei Sachen rein. Und das wären zum einen eine Zitronenscheibe und auch noch ein paar Stücke Ingwer. Ich finde, das schmeckt einfach so viel besser dadurch. Und ich bilde mir auch ein, dass es sehr viel gesünder ist und ich vielleicht so einer Erkältung ein bisschen länger entkommen könnte. Und dann kommen wir endlich zum Frühstück. Da esse ich immer noch super gerne morgens einfach Cornflakes und mische die immer mit einer anderen Sorte Cornflakes. Die ist einfach so ein bisschen mehr crunchy und hat auch so ein paar Fruchtstücke drin. Dann schmeckt es einfach ein bisschen interessanter, finde ich. Und wenn ihr meine erste Morgenroutine schon geschaut habt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich immer O-Saft an mein Müsli mache. Allerdings versuche ich das gerade so ein bisschen abzuwechseln und trinke momentan auch ganz gerne Reismilch. Aber ich muss zugeben, O-Saft schmeckt mir immer noch am besten. Alle Social-Media-Apps, die ich dann vorhin noch nicht im Bett durchgesuchtet habe, schaue ich mir dann während meinem Frühstück an. Neben YouTube, muss ich sagen, bin ich gerade am liebsten auf Instagram unterwegs. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, ich heiße wie hier auf YouTube auch Kali Cassie und versuche da gerade super aktiv auf meinem Feed und auch in meiner Story zu sein. Da darf natürlich ein Boomerang von meinem Frühstück nicht fehlen, damit ihr auch alle wisst, was ich gerade esse. Aber allgemein liebe ich es einfach, dort mit euch zu schreiben und eure Fotos zu sehen. Also schaut gerne dort vorbei. Ich freue mich immer, wenn auch da die Kali-Crew wächst. Weiter geht es in meiner Morgenroutine mit meinem Make-up. Und da habe ich so meine Lieblingsprodukte, die ich eigentlich immer verwende. Aber im Herbst kommen zwei neue dazu und die zeige ich euch gleich. Aber vorher erstmal noch so die Basis. Und zwar benutze ich immer zuerst Concealer. Das Ganze sette ich dann mit einem losen Puder. Weiter geht's mit ordentlich viel Bronzer, weil ich im Herbst nicht mehr so schön braun bin wie im Sommer. Augenbrauen dürfen nicht fehlen und dann natürlich mein Lieblingsschritt und zwar die Mascara. Und dann bin ich auch schon fertig. Allerdings kommen, wie gesagt, im Herbst zwei neue Sachen dazu, die ich sonst nicht so oft benutze. Und zwar wären das zum einen Rouge. Ich finde, gerade eben, wenn man so ein bisschen blasser wird nach dem Sommer, ist Rouge total gut, um einen so richtig schön frisch aussehen zu lassen. Da benutze ich total gerne so eine Peach-Farbe. Im Sommer würde ich jetzt eigentlich einen Lipgloss auftragen. Aber ich finde, es gibt nichts Herbstlicheres als einen richtig schönen, dunklen, matten Lippenstift. Und darum trage ich es auch dieses Jahr richtig gerne. Ich finde, das sieht einfach so cool aus. Und dann geht es weiter mit den Haaren. Da ändere ich im Herbst auch immer etwas. Normalerweise habe ich nämlich immer glatte Haare, aber ich liebe es momentan, mir Locken reinzumachen. Das mache ich super gerne einfach mit dem Glätteisen, indem ich da so eine Strähne dazwischen lege und das Glätteisen dann einmal komplett um sich drehe und einfach langsam nach unten ziehe. Meine Haare sahen jetzt zwar vom Vortag noch gut aus, weil ich die Palme nachts gemacht habe, aber ich wollte einfach so ein paar stärkere Locken noch mit drin haben und darum habe ich mir einfach ein paar Strähnen rausgegriffen und das eben so gemacht. Dann bürste ich meine Haare immer noch durch, damit die so ein bisschen welliger werden. Und dann bin ich eigentlich auch schon fertig, bis auf eine Sache, und zwar das Outfit. Ihr wisst, ich liebe schulterfreie Oberteile, aber wenn es jetzt langsam draußen kälter wird, muss ich mir auch mal was anderes anziehen. Und da mag ich gerade total gerne solche Flanellhemden, die ich dann vorne zuknote, damit es auch ein bisschen cooler aussieht. Dazu eigentlich immer eine schwarze Skinny Jeans und Chucks. Und dann bin ich auch wirklich ready für den Tag. Das war also meine Morgenroutine, die ich jeden Tag so absolviere. Und dann geht's weiter mit dem Filmen für euch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da. Das hilft mir immer extrem viel weiter. Und schreibt mir bitte auch noch in die Kommentare, ob ihr eure Zähne mit einer normalen oder einer elektrischen Zahnbürste putzt. Ich bin super gespannt, was da rauskommt an Mehrheit oder ob das so 50-50 verteilt ist. Kann ich auch gar nicht richtig einschätzen, aber ich freue mich drauf, alle eure Kommentare zu lesen. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute!